Willkommen in einem neuen Part von Let's Play Final Fantasy 8. Wir sind gerade auf dem Rückweg von, von hier, ich glaube, Dollet. Ah ne, das war das andere. Naja, jedenfalls von hier zurück in den Garten. Und haben jetzt noch ein bisschen Freizeit und da schauen wir mal, was wir machen können. Ja, ich bin gerade hier mitten in den Dialog reingestolpert. Also dann, auf geht's. Hey! Schon wieder, dieser Arsch. Er denkt nur an sich. Es hilft nichts. Lass uns zu Fuß gehen. Och, Squall. Du bist so langweilig. Du kannst dich nicht aufregen. Du kannst dich nicht freuen. Ach, Mann. Nö, nö. Wer bist denn du? Hallöchen. Hotelier. Ich spüre den Meereswind. Er saust durch die Stadt riecht nach Salz. Und mein Wagen rostet dahin, dieses Schild ist auch ziemlich verrostet. Ist das da die österreichische Flagge? Das sieht so ein bisschen so aus, oder? Ja, nur ein anderes Symbol, oder? Im Prinzip. Okay, wir sind in Österreich. Auf nach Wien. So, können wir denn hier irgendwo... Ach, ein Trollpunkt. Blitz gefunden. Ah, Squall, du hast sowieso schon dein Blitzdingens. Dein Blitz-GF. Was hast du zu sagen? Hi, Xel, wie geht's? Tach, mir geht's immer blendend. Du solltest Din Bescheid sagen, sie wird sich sicherlich freuen. Wer ist die? Wer ist das? So, mal gucken, können wir hier rein? Verkäufer, willkommen. Ah, ein Junk-Job. Junk-Shop, so. Kettenpeitsche. Hör mal, ja. Achso, können wir denn hier Waffen aufbessern? Aber Moment mal, wir hatten wir nicht da diese eine Waffenzeitschrift bekommen? Ich guck mal. Items. Potion, Giftzahn, Waffenmerz, genau. Waffenmerzausgabe. Diesmal stellen wir die Basiswaffen vor. Okay. Es gibt. Achso, damit man die machen kann, die Dinger. Okay. Muss ich jetzt nochmal Infos zu den Waffen. Alles klar. Habe ich hier noch eine andere Waffenausgabe? Nö. Sieht nicht so aus. Okay. Gucken wir mal hier lang. Was haben wir denn hier? Bahnhof? Haben Sie nichts vergessen? Überlegen Sie nochmal gut. Kaufen. Potion. Gib mir Potion. So viele nicht. 10 Stück. Hätte ich gern, danke. Augentropfen gegen Blind. Goldene Nadel. Echokraut, Weihwasser. Splittermunition. Ah, Treibstoff. Meine Güte, sind die Zelte teuer. G-Potion. Habe ich gar keine. Können wir eigentlich auch mal welche mitnehmen? Nur mal 3 Stück. So. Verlassen. Hier hin? Ich bin die Card Queen. Ich reise um die Welt und überwache die Kartenregeln. Was wollen Sie von mir wissen? Die Regeln in diesem Gebiet, die aktuelle Tauschregel? Wie sich. Ach so! Ja, genau. Wenn man sich da von verschiedenen Leuten die Regeln anhört, werden die im Spiel auf den verschiedenen Kontinenten verbreitet und man kann dann nach den. Über deine Kanal wird alles, wenn man alles hat, so rum. Ach. Kann man dann überall mit den verschiedenen Regeln spielen. So war das, glaube ich. Achso, ich muss jetzt auswählen. Die aktuelle Tauschregel. Die jetzige Tauschregel kommt aus dem Ballam-Sektor. Hier findet ein geringer Tausch statt. Aus ihrem Sektor wird sich die Tauschregel 1 verbreiten. Ah ja, das heißt 1 tauscht man gegen 1. Logisch. Tudum, tudum.
Da oben war wohl ein Bahnhof. Da können wir, glaube ich, sowieso noch nichts machen. Können wir hier rein? Bin zu Haus. Das ist ja was Seltenes. Heute mit Freunden? Das ist meine Wohnung. Fühlt euch aber nicht wie zu Hause. Unfreundlich. Hallo, Mutti. Passt bitte gut aufs Gesell auf. Mach mal. Fotos. Pflänzchen. Guck mal. Fernsehen. Boah. Boah, ist recht gemütlich hier. Oh, Obstschale. Kann ich so eine Banane haben? Ich möchte so eine. Ich möchte die Banane. Mano. Dann eben nicht. Guck, eine Banane gekriegt. Hey, Squall. Das ist mein Zimmer. Niemand darf rein. Der Raum ist heilig. Ach, hast du nicht aufgeräumt? Gut, dann können wir hier offenbar auch noch nichts weitermachen und können wir hier erstmal gehen. Weiter geht's. Genau, wir wollten ja hier raus. Da, 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 da. Ah ja, genau. Genau. Da ist unser Garten. Da müssen wir hin. Tü-tü-tü. Mach das mal. Lauf, lauf, lauf. Ha, ohne Monsterbegegnung. Ich bin begeistert. Könnten wir zwar schön leveln, aber leveln mache ich dann sowieso offscreen, weil. Ist ja blöd, immer die ganzen Kämpfe dann. Ach ja. Kommt, Leute. Was ist denn jetzt? Endlich daheim. Echt wahr. Jetzt heißt es die Bewertung abwarten. Also dann, Squall, bis später. Bis dann. Okay. Gehen wir mal. Naja, hier können wir doch. Vita? War das hier ein Vita-Drop-Punkt? Ich weiß es nicht mehr. Ja, Vita. Wir sind wieder ganz allein. Aber wir haben die beiden ja nicht zum letzten Mal gesehen. So, weiter geht's. Lalala. So. Wer bist du? Ich werde diese Woche nach Hause gehen. Ab und zu sollte ich doch lieber meine Eltern besuchen. Es ist eine gute Einstellung, finde ich. Man sollte seine Eltern immer mal besuchen gehen, wenn man die Zeit dazu hat. So, rein hier. Kling. Ich bin ja mal gespannt, was wir für eine Bewertung bekommen. Speichern. Ich wollte speichern. Mission erfüllt. Wohl ein Grund zum Feiern. Die Anwender sind alle wohlbehalten zurück, oder? Anwärter, nicht Anwender. Auf die Idee, dass die Galbadianer es auf die Antenne abgesehen hatten, ist niemand gekommen. Aus Doddle ist gerade eine Meldung eingegangen. Die Galbadianer haben sich unter der Bedingung, dass die Antenne sendebereit bleibt, zurückgezogen. Okay. Nö, die Bedingung hätte ich mal nicht erfüllt. Wie auch immer, die Galbadianer haben sich also zurückgezogen. Wenn sie mehr Tumult gemacht hätten, wären wir mehr zum Einsatz gekommen und hätten mehr Kohle herausgeschlagen. Tachchen. Die Prüfungsergebnisse werden bald bekannt gegeben. Bleib in der Nähe. Okay. Wie war das Schlachtfeld? War angenehm. Ich habe gezittert. Geht so. Ja. Geht so. Gezittert haben wir auch nicht.
Ach komm, wir sind Söldner, wir wollen Söldner werden. Hier war angenehm. Die Kämpfe waren einfach. Das ist beruhigend. Passen Sie aber auf, dass Sie sich nicht übernehmen. Also gezittert haben wir definitiv nicht, außer vor diesem einen Vieh. So. Speichern. Warum rennt er da immer hin? Das ist doch blöd. Geh ich halt in mein Zimmer. What? Ist das hier jetzt gerade? Ich glaube. Ach, kann das sein, dass das daran liegt, dass die hier so stehen und quatschen? Das wäre möglich. Ja gut. Geh mal Wächter. Da kann ich gar nicht lang. Kann ich hier rum? Ich hoffe es. Aua. Ich habe mich gerade gestoßen. Au. Ach. Hi. Willst du nicht mit mir reden? Hast du gehört? Die Sache mit der Antenne in Dollet. Ja, was ist damit? Hätten wir nicht den Rückzugsbefehl erhalten, wären uns die Leute von Dollet jetzt ewig dankbar. Du hast doch an gar nichts gedacht. Du wolltest dich nur austoben. Huch, falsche Stimme. Küsst es. Solche Unterstellungen sind nicht sehr motivierend für einen Schüler. Ist vielleicht unverständlich für einen unqualifizierten Ausbilder. Boah, ist der frech. Seifer, sei bloß nicht so eingebildet. Unter deinem Kommando hat der B-Trupp den Posten verlassen. Ist es nicht die Aufgabe eines Kommandanten, gemäß der Situation zu handeln? Allerdings schon, ja. Also, ich finde schon. Kommandant? Dass ich nicht lache. Du ewiger Sithanwärter. Oh Mann. Dass sie sich immer alle streiten müssen. Oh, was gibt's jetzt zu bequatschen? Ja. Ich will auch hören, was ihr gerade... Seifer. Sie werden wegen dieser Sache eine Strafe erhalten. Dies ist unumgänglich, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ich persönlich kann aber ihre Beweggründe verstehen. Ich möchte nicht, dass sie zu simplen Söldnern werden. Warum nicht? Zu Söldnern, die blind Befehlen gehorchen, sollen sie nicht werden. Denke ich zumindest. Direktor Sid, sie sollten langsam zurück. Was ist das denn für ein Vieh? Nun, wie soll ich sagen? Ja, Tülöver. Okay. Tja, im nächsten Part erfahren wir dann sicherlich, wie wir in der Prüfung abgeschnitten haben. Deswegen sage ich an dieser Stelle mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.